Was sind die Rechte des Kommissionärs? Was sind die Rechte des Kommissionärs? Nun, auch hier arbeiten wir wieder mit unseren Spiegelstrichen. Nochmal zur Erinnerung, der den Kommissionär beauftragt, das ist der Kommittent. Ich werde den Begriff gleich nochmal verwenden. Aber zunächst mal das Naheliegendste, er hat ein Recht auf Kommission. Kommission ist das, was beim Handelsvertreter die Provision ist. Hier heißt es Kommission, das ist seine Bezahlung. Dazu hat er ein Recht auf Aufwandsentschädigung. Und er kann unter bestimmten Bedingungen selber in das Geschäft eintreten. Er kann selber in das Geschäft eintreten. Ja, unter bestimmten Bedingungen, die wir jetzt hier nicht alle plattwalzen müssen. Ja, es heißt, er kann selber kaufen und verkaufen. Und er kann Kommissionsgüter pfänden. Ja, wenn er seine Kommission nicht bekommt, dann kann er Kommissionsgüter, die sich in seinem Besitz noch befinden, die kann er pfänden. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.